Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für Dienstag, den 3.11.2020. Ja, und da kann man wirklich sagen, tick, tack, tick, tack, tick, tack. Es wird gewählt, in den USA wird gewählt. Das heißt, ich kann schon mal vorwegnehmen, dass Sie jetzt zum Dienstagabend keine Analyse von mir bekommen werden, weil das kann ich mir schenken. Ich werde, denke ich, bis 6 Uhr, 7 Uhr, vielleicht sogar 8 Uhr warten, bis ich Ihnen dann die Analyse für den Mittwoch reingebe, weil es einfach so sein wird, dass zum Abend hin jetzt gewählt wird, also zu unserem Abend hin in der Nacht eigentlich. Die ersten Ergebnisse wären dann zum Mittwoch, in der Nacht zum Mittwoch, also am 4. November, 1:30 Uhr, Ohio, North Carolina, das sind so die ersten wichtigen Ergebnisse. Später folgt dann 2 Uhr Florida und Pennsylvania, 3 Uhr Michigan und Wisconsin, 4 Uhr Arizona. Das sind so die Zeiten, zu denen es dann wichtig wird, zu denen Bewegung kommen kann. Bevor wir auf den Chart gucken, vielleicht einfach noch so ein paar Sachen zur allgemeinen Beachtung. Es ist ja nun so, wir haben ja das ja schon mal miterlebt. Also US-Wahlen sind allgemein durchaus, kann man sagen, das sind die Events des Jahres halt. Ne? Also das ist trading-seitig, anlegerseitig definitiv das, wo am meisten hingeguckt wird. Das ist hat schon fast so Brexit-Charakter. Damals hat man sogar zweimal sowas in einem Jahr. Ne? Da war der Brexit und die US-Wahl, meine ich, mich richtig zu entsinnen. Und dieses Jahr ist es US-Wahl und Corona. Ja, es ist immer irgendwie was sich clustert. Fakt ist aber, wir haben sowas schon mal gesehen. Wir haben auch schon mal gesehen, was ein Markt machen kann, wenn ein unerwartetes Ereignis eintrifft. Damals war das Trump, was doch viel überrascht hat. Ich glaube, so viel überraschender wäre es diesmal nicht. Einfach weil das viele so auf dem Radar haben. Ah, das war beim letzten Mal so. Da hat der andere auch geführt. Dann hat Trump doch gewonnen. Ich denke, das ist diesmal ein anderes Überraschungsmomentum einfach da. Ähnlich auch wie bei einem Brexit halt, ne, wo man jetzt nicht unbedingt davon ausgegangen ist, dass das dann doch noch knapp gewonnen wird und so weiter und so fort. Also, was ich letztendlich sagen will, wir haben auf der einen Seite, glaube ich, dass der Markt nicht so krass drauf anspringen würde, wenn ein Trump gewinnt, wie auch ein Biden, aber wir haben das Corona. Wir haben eine grundauf erhöhte Nervosität und Volatilität. Die Nerven vieler Anleger dieses Jahr sind unheimlich strapaziert. Die liegen unheimlich blank. Und wenn da jetzt noch ein paar blöde Kerzen kommen, oh, da werden sich viele zu blöden Entscheidungen hinreißen lassen. Deswegen sollten Sie zu denen gehören, die dann nicht mit großem Minus rausgehen und die sich darauf vorbereiten. Machen Sie sich vorher Gedanken, wie reagieren Sie, wenn das eine passiert, wie reagieren Sie, wenn das andere passiert. Wie reagieren Sie, wenn der eine gewinnt, wie der andere. Was machen Sie, wenn der Markt das macht? Was machen Sie, wenn der Markt das macht? Das ist Nummer eins. Das muss jeder heute, da muss jeder in die Pflicht. Das sind riesengroße Events, die in der Regel auch neue Trends formen, fortsetzen oder zumindest mal für ein paar Wochen bestimmen können. Na, also so eine Präsidentschaftswahl, das kann Auswirkungen im Euro-US-Dollar haben, das kann Auswirkungen im Gold, in den Indizes, überall kann das kann branchenübergreifend Aktien treffen, ne? Also Exportaktien und was alles irgendwo direkt da dranhängt an dem, was die beiden von sich geben oder vorhaben. Passen Sie da auf. Überlegen Sie sich vielleicht auch, ob Sie alle Orders so drinne stehen lassen im Buch, wie Sie sie drin haben. Gucken Sie noch mal kritisch durch. Was liegen noch für Orders bei mir im Trading-Konto? Nicht, dass Sie am nächsten Tag aufwachen und sich sagen: Meine Güte, was war denn das? Warum habe ich hier dickes Minus drin stehen und dann feststellen: Ach, da lag ja noch eine Order. Kann man vermeiden. Ne, hat man schon mal einen Verlust gespart. Überlegen Sie auch, ob Sie Stop-Loss-Order für Aktien, die heißen, drin stehen lassen zwingt. Na, weil es ist einfach so, wenn ein Gap kommt, wird Ihre Aktie dann zum erstbesten Kurs ausgeführt. Das kann unter Umständen völlig anders dort sein, wo es eigentlich geplant war. Und es kann unter Umständen auch sein, dass er eben bloß kurz weggefischt wird und wegrennt. Ich möchte nicht dazu motivieren, dass Sie alle Stops rausnehmen. Verstehen Sie das nicht falsch? Ja, aber es ist durchaus legitim, an so einem Event vielleicht zu sagen: Okay, ich sichere mich an einem bestimmten Punkt einfach vor einem Spike, vor einem Stopfischer, indem ich mein Stop-Loss rausnehme, aber mir eine klare Regel definiere, wann ich aus der Position aussteige. Das kann zum Beispiel sein, dass man halt einen ersten Stundenschluss erwartet, der da drunter oder da drüber ist, dort, wo man eigentlich per Stop-Loss raus wollte, oder man wartet noch einen Tagesschluss oder vielleicht eine Wochenkerze ab. Aber machen Sie sich einen Plan. Das ist ganz wichtig. Sie brauchen einen Plan.
Ja, sie brauchen zwingend einen Plan. So, was ich jetzt ihnen helfen kann, ist einfach hier nochmal auf den DAX mit drauf zu gucken, um vielleicht einen Plan für den DAX zu formen. Der würde bei mir so aussehen, dass ich sagen würde, also das muss man ja auch sagen, auch die 2016er Wahl ist charttechnisch im Grunde sauber verlaufen. Wir hatten damals, müssen wir vielleicht auf Tageschart gehen, wir hatten damals 2016, hatten wir eine Range im DAX, jetzt haben wir einen Abwärtschannel. Den hat der DAX, er ist kurz vor der Wahl, ist er unten in den Channel-Unterkante gegangen, ist dann bis zur Wahl stark angezogen, hat dann zur Wahl ein starkes Gap-Down auf die untere Kante gebracht, auf die Range-Kante, hat damit die Range bestätigt, direkt ausgekontert, ist dann 2 Wochen zur Seite und hat nach oben die Range ausgebrochen. Das war technisch einwandfrei. Auch die Marken, die er angelaufen hat, in der Walnacht, unten, oben, das waren alles die bekannten, üblichen Marken, die man die Tage vorher auch hatte. Also er ist technisch durchaus nach Charttechnik auch sauber gelaufen, auch wenn viele sagen, das hat nichts mit Charttechnik dann mehr zu tun, was da passiert. Das kann ich so nicht widerspiegeln. Also bei auch gar nichts, ne? Also diese Großevents, die sind meist sogar relativ erschreckend genau unterwegs dann halt, ne? Deswegen würde ich hier durchaus mal nicht scheuen, die Analyse zu machen und Ihnen da eben die paar Punkte mit an die Hand geben. Wir sollten vielleicht beachten, letztes Mal 2016 ist der Markt kurz am Abend vorher, vom Close 22 Uhr bis etwa 1 Uhr, bis dann Ohio und North Carolina kam, ist ja knapp 100 Punkte nach oben. Und dann zeichnete sich schon ab, oh, hier läuft was anders, wie das die Umfrageergebnisse gezeigt hatten. Der Trump bekommt plötzlich mehr Chance. Daraufhin rutschte der DAX 600 Punkte nach unten. 600 Punkte direkt nach unten, machte 5 Uhr ein schönes Tief. Wir haben sehr saubere Kerzen dort übrigens im Chart. Sehr strukturiert, sehr lang, nicht viel hin und her. Die sind klar durchgelaufen. Er hat eine klare, schöne, also lange, langgezogene Bewegung gehabt. Ist 5 Uhr unten aufgeschlagen im absoluten Tief und von dort massiv wieder hochgezogen, hat fast den kompletten Abverkauf an dem gleichen Tag noch ausgekontert und den Rest am nächsten Morgen. Dann war der DAX vom Tief 800 Punkte gestiegen und ist dann über die nächsten 2 Wochen nochmal einen sauberen Fibonacci-Rücksetzer gemacht, 50% zurück und dann ging eine 2500-Punkte-Rallye nach oben los. Ja, das heißt, wenn wir jetzt hier so ein bisschen schauen, was jetzt hier für unseren DAX Sinn machen würde, könnte man durchaus sagen, an die Channelkante dran, abstoßen und abrauchen. Technisch voll im Plan. Was wäre auch eine Idee? An die Channelkante rein, Aufwärtsgap in den Kanal rein und dann kennen Sie mein Spruch zu diesem Channel. Ne, wenn der sich hier nochmal mittig drin zurück treibt, nachdem er ausgebrochen war schon, sollte man davon ausgehen, dass er oben nochmal die Kante testet und später auch nochmal den Ausbruch wagt. Das heißt, sollte der von 12,50 beispielsweise einen Aufwärtsgap bringen, hätte ich hier oben im Bereich um 12,600, 12,680, da ist noch ein offenes Gap, was ich dann als möglichen Zielkorridor sehen würde. Also für mich wäre tatsächlich die Spanne, die ich jetzt zur Wahl einplane, auch wenn das absolut krank klingt, wäre bei mir bei zwischen 11.200 und 12.600. Das muss man wirklich so einfach sagen halt. Ne? Also das wäre für mich in dem Sinne die Spanne, wie ich hier agieren würde. Interessant fände ich in dem Moment, wo er vielleicht bei 12.40 dreht. Ne? Wir haben ja hier auch noch einen K.O. mit Stop-Loss 12.200. Das ist Da könnte man sich auch schön absichern. Ich würde den bald einfach mal drin stehen lassen. Ne? Der Markt trotzdem wegrupft. Aber dann könnte man letztendlich dort auch mal mit einem kleinen Einsatz, ne? Nicht übertrieben. In der Regel machen die Broker euch das auch unattraktiv. Ne? Die ziehen dann die Spreads so weit auf, kurz am Abend vorher, dass das sich echt nicht mehr rechnet. Und dann ist es auch am nächsten Morgen meist noch so, dass der Spread noch offen ist und man dann vielleicht auch gar nicht zum erstbesten Kurs rauskommt. Da gehen sie mal nicht davon aus, dass das zu einfach wird. Ne? Das gibt es nicht, das gibt's nicht im Finanzbereich. Also, da werden schon alle Hebel in Bewegung gesetzt, dass sie genug Möglichkeiten haben, Geld zu verlieren halt. Ne? Deswegen kann es auch durchaus legitim sein, dass der eine oder andere sagt, er hält sich komplett raus. Ja,
und macht einfach danach weiter. Der wartet schön den Rücklauf ab, die Reaktion vom Event und guckt sich den Rest dann einfach hinterher an und geht dann mit in die Bewegung, die dann folgt. Ja, aber das sind so für mich ist das jetzt wirklich so einmal der Bereich um 12.040 bis, ja, eigentlich direkt hier auch knapp, ne? Also 12.140 bis im weitesten vielleicht noch eine 12.160, aber über 12.200 würde ich ihn dann gar nicht sehen wollen. Also ich glaube, wenn er über die 12.200 geht, dann hat er kein Problem damit auch 12.400 und 12.600 anzulaufen. Also das ist hier so für mich eine bullische Übertreibungszone, ne? Wenn wir einen Gap auf der Oberseite kriegen, könnte ich mir vorstellen, dass der DAX da oben in dem Bereich umdreht. Ich würde das jetzt einfach auch mal hier mit reinnehmen, ne? Dass wir einfach sagen, hier oben kommt der DAX hier rein, kann ich mir gut vorstellen, dass es hier rumpelt. Wir können mal das mit den 200-Tag-Linien hier einfach mal ein bisschen wegnehmen. Die haben jetzt alle erkannt, die haben alle gesehen. So, das mit den 200-Tag-Linien, wir nehmen es mal einfach hier ein bisschen weg, ne? Die bleibt ja da trotzdem noch. So, genau, 200-Tag-Linie, 12.060, 12.040, das wäre Station 1. Von dort wäre meine primäre Erwartungshaltung, da würde ich vielleicht den hier mal jetzt ein bisschen aufbohren, wieder back, also wieder zurück. Das kann sogar so sein, dass wir vorher hochgehen an die 12.000. Uns von dort per Abwärtsgap nach unten schlagen, wieder auf den Bereich aufsetzen. Das wäre dann so wie 2016. Und der Markt dann das Gap wieder close. 1, 2, 3, 4, 5 Tage hier oben notiert. Alle denken, der steigt jetzt bis zum Allzeithoch und dann kippt der trotzdem wieder weg. Und macht uns hier mal hinten noch 1, 2 Gaps zu halten. Ne? 10.529. Also ich würde denken, wenn er hier hochgeht und er macht den Gap down, ich glaube, die machen das zu. Aber ich denke, wenn er das zumacht, sind alle so überzeugt davon und werden davon rufen, dass er jetzt Allzeithoch macht, dass er dann aber trotzdem fällt. Mir ist wichtig, dass er außerhalb dem Channel bleibt. Bleibt er außerhalb dem Channel, ist für mich unten raus das Risiko massiv geöffnet. Ne, auch nach der Wahl dann. Das kann gut sein, dass da richtig drei Rotzertage kommen. Sowas wie hier halt, ne, so richtig durchgezogen. Das wäre für mich auf jeden Fall denkbar. Deswegen ist für mich so der Dreh- und Angelpunkt auf jeden Fall oben ein bisschen die 12,50 und hier unten ganz klar unser Bereich um die 12,430, 12,350. Das sind für mich so die zwei Ankerpunkte. Zwischen denen könnte ich mir eben auch so ein Hin- und Hergespringe vorstellen. Einfach, dass man dann auch vielleicht in der Wahlnacht auch diese Strecke einfach nochmal komplett abläuft und die ganzen Stops und Positionen abgreift, die über die letzten Tage entstanden sind und über 12.000, 12.040. Auch über so 12 hätte ich dann eher wirklich schon so Bereiche 12.335, 12.400, 12.650 im Fokus und auch im Blick. Ne? Und ich glaube schon, dass es realistisch ist. Also wir gucken mal auf jeden Fall, wo es sich jetzt zum Dienstag hinstellt. Wahrscheinlich wird der Dienstag gar nicht so spektakulär werden. Wird eine kleine Tageskerze, war 2016 auch vorher so. Und dann geht es erst in der Nacht dann los halt, ne? Dass es dann anfängt loszurennen. Und ja, machen Sie sich Gedanken, setzen Sie sich damit auseinander, beschäftigen Sie sich schon mal ein bisschen mit dem Markt. Wie reagieren Sie? Stellen Sie sich auf verschiedene Szenarien ein. Gehen Sie nicht davon aus, dass das eine unbedingt eintrifft, was Sie glauben. Rechnen Sie auch mit anderen Szenarien. Rechnen Sie damit, dass auch was völlig querlaufen kann. Und bereiten Sie sich einfach vor. Das hilft so ungemein, wenn man sich eins, zwei Zettel an den Bildschirm macht, wo man so schreibt, das ist mein Plan für die Wahlnacht oder auch für danach. Darauf will ich achten, das ist mir wichtig. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie daraus profitieren können, schon mal deutlich erhöht. Ja. Also, ja. So, das heißt, also oben klar, hier Bereich 12.200, eher vielleicht sogar eine 300, 335, hier das letzte Tief hier, das wäre halt auch so ein, das wäre glaube ich auch so ein Punkt, wenn da eine schöne Umkehr nach unten kommt, eine rote Stundenkerze. Ich glaube, das wäre auch so ein Punkt, wo ich mal was reinlegen würde wollen. Und ansonsten halt da oben den Gap Close ein bisschen im Blick behalten, hier das Teil da, ne, das sollte man im Blick behalten. Na, das sind so die Übertreibungszonen, die dann eben zu so einer Wahl kommen können. Ansonsten unterhalb sehen Sie auch hier, das bleibt alles gleich, das muss man bloß nach rechts ziehen. Das heißt, drückt es uns unseren DAX nochmal runter. Drückt es uns unseren DAX nochmal runter, auch unter 4,25, unter 400, unter die 4,50 insbesondere würde ich davon ausgehen, dass wir die 3,50 anlaufen, die 2,60 durchlaufen und alles, was tiefer geht, ist Risiko, egal wann, egal wie das kommt. Da ist Risiko im Chart, das müssen Sie
mit einkalkuliert. Der Dienstag hat jetzt Unterstützung auf der nochmal hier unter dem kleinen Tief hätte dann noch Unterstützung. Sie sehen das Bollinger-Band im Bereich um 11,650. Das wird noch ein bisschen ansteigen auf 11,670, 11,660. Das wäre zum Dienstagvormittag eine schöne Unterstützung. Falls er einen schwachen Vormittag reinstellt, dann könnte er sich von dahin nochmal in den Nachmittag nach oben rausstrecken. Vielleicht nochmal versuchen, hier die Channelkante zu holen. Oder macht es halt traumhaft schön, Aufwärtsgap und dann eben hier oben ran, den ganzen Tag zur Seite warten, bis die US-Wahl kommt. Auch üblich. Wäre auch, denke ich mal, ein bisschen im Blick behalten, vielleicht noch die 11,49 hier. Da ist noch ein kleines Gap offen. Und das wäre so mein kurzfristiger Blick. Und ja, also Sie können ansonsten gerne auch mit in den Chat bei uns reingucken auf die Seite. Wir werden die ganze Nacht durchkommentieren. Zumindest wenn es was zu kommentieren gibt. Ich hoffe nicht, dass es ein Non-Event wird und alle nur denken, dass viel Action ist und am Ende ist gar keiner. Das hat man auch schon manchmal gesehen. Aber für eine US-Wahl, das ist einfach zu wichtig, was hier passiert. Und das sind auch, gerade mit Trump ist einfach ein zu krasser Charakter, der als Präsident dann dort auch geht oder bestätigt bleibt. Das, denke ich, wird Bewegung auslösen. Das sieht man auch an der aktuellen Volatilität. Wenn Sie sich die Volatilitätsindizes angucken, die stehen deutlich, aber sehr, sehr, sehr deutlich über dem, was wir 2016 vorher hatten halt, ne? Also die Schwankungsbreite, die die großen Marktteilnehmer erwarten, ist deutlich höher als beim letzten Mal. Und letztes Mal waren 600 runter und 800 wieder hoch. Ja, also stellen Sie sich ruhig auf ein bisschen Theater ein und ja, wie gesagt, also mit auf unsere Seite gucken, meine ich moneymonkeys.com. Es gibt immer mal wieder welche, die sich noch auf unsere DE-Seite verirren. Die ist dort noch alt und noch nicht abgeschalten. Da ist auch eine Chat-Funktionalität. Das ist aber nicht der Chat, den ich meine. Also, wenn Sie das sehen wollen, dann auf unserer neuen Seite, die moneymonkeys.com. Also, was heißt neu? Die haben jetzt auch schon seit März, aber dort ist ja der Chat, wo quasi jeder reingucken kann, der kostenlos das gerne in Anspruch nehmen möchte. Ja. Dennoch, auch wenn ich sage es jetzt vielleicht einfach trotzdem mal schon mal, ist vielleicht nicht ganz clever gewesen, sich das jetzt hier zu bewerben, falls dann neue Leute auch mit reingucken und dorthin gucken. Auch wenn wir Marke nennen, gehen Sie immer davon aus, dass irgendwas schiefgehen kann. Das heißt, das Erste, auch mal in der Wahlnacht, was man nutzen muss, ist ein Stop-Loss. Ja, zwingen Sie sich dazu. Das ist auf jeden Fall der Zettel, den können Sie mittig auf dem Bildschirm kleben, sodass Sie den jedes Mal runternehmen müssen, um eine Order auszuführen. Ne, es ist aber wichtig, dass Sie klare Umkehrsignale abwarten in so einem Event, dass Sie nicht gegen grüne Kerzen gegenshorten, nicht gegen die roten Long gegendrücken und Stop-Loss benutzen. Ganz, ganz, ganz wichtig. So, ich denke, dann bin ich meiner Verantwortung nachgekommen. Ich denke, wir haben das beleuchtet. Wir haben besprochen, wo die Themen sind. Guck mal, was kommt. Lass mal es kommen. Ich drücke allen die Daumen, die sich versuchen, die in der Wahlnacht mit rumfuchteln. Ansonsten allen anderen, stellen Sie das Popcorn bereit, gucken Sie zu und viel Spaß. Unterhaltung und vielleicht dem einen oder anderen auch schöne Gewinne. Gut, ich mache jetzt hier das Video zu, wünsche euch viel Erfolg und wie gesagt, wir hören uns dann nicht zum Dienstagabend, wir hören uns erst Mittwoch früh. Ich werde die Analyse für Mittwoch erst Mittwoch früh machen. Das hat keinen Sinn, das vorher schon zu machen, bevor nicht feststeht, wer Präsident wird. Einfach, das wäre absoluter Humbug. Ja, gut, das soweit das. Ich mache hier zu, viel Erfolg, maximales Gelingen. Ihr wisst, worum es geht. Bis morgen. Ciao. Übermorgen.